Ein gefährliches Experiment. Spiritus als Brandbeschleuniger. Die Profis von der Berufsfeuerwehr Ingolstadt führen in Schutzkleidung vor, was passiert, wenn man auf heiße Kohle Spiritus oder Benzin kippt. Die Kohle zündet explosionsartig in Sekundenbruchteilen. Wenn ich beim Anzünden des Grills einfach fatale Fehler mache und Brandbeschleuniger verwende, nicht dafür vorgesehene Grillanzünder hernehme, dann kommt es eben zu einer Stichflamme und dann auch zu schweren Verbrennungen auf der Haut. Deswegen Finger weg von Spiritus und Co. Greifen Sie zu Grillanzündern. Außerdem warnt die Feuerwehr eindringlich davor, in geschlossenen Räumen zu grillen. Es ist so, dass wir immer mehr Unfälle mit Kohlenmonoxid haben, vor allem beim Grillen, weil man halt auch in der heutigen Zeit immer jeden Tag mit offenem Feuer umgeht, gerade in Zeiten von Zentralheizung oder Fernwärme, ist man halt bezüglich offenen Feuers relativ unbedarft. Es ist also brandgefährlich, wenn man einen Grill in einem geschlossenen Raum anzündet, sei es jetzt eine Garage oder gar eine Wohnung, weil dabei giftige Gase freigesetzt werden und die schon in relativ geringer Konzentration sehr, sehr giftig für den Körper sind. Das Experiment der Feuerwehr zeigt, bereits nach wenigen Sekunden bildet sich giftiges Kohlenmonoxid, das in hoher Konzentration schnell tödlich sein kann. Außerdem rät Florian Bocconi. Also grundsätzlich sollte man beachten, dass der Grill sicher steht, das heißt auf einem festen, geraden Untergrund, dass er vom Wind geschützt ist, damit kein großer Funkenflug entstehen kann. Gegebenenfalls noch ein Eimer Wasser dazu, dann ist man da schon mal auf der sicheren Seite. Übrigens, Grillen ist nicht überall erlaubt. Also ich kann natürlich bei mir zu Hause im Garten grillen, da spricht mit Sicherheit nichts dagegen. Ansonsten ist es in Ingolstadt auf öffentlichen Grünanlagen nicht gestattet zu grillen. Es gibt aber am Baggersee ausgewiesene Grillflächen und an denen ist es dann auch erlaubt. Herrlich bei schönem Wetter. Der Eichstätter Dominik Herrmann grillt allerdings auch schon mal bei Regen oder Schnee. Immerhin ist er Mitbegründer der Grillfreunde Marienstein. Wir sind 1998 auf die Idee gekommen, als wir bei einem Freund einmal einen Grill gebaut haben, so einen versteinerten, dass man doch eigentlich so einen Verein gründen könnte. Natürlich auch mit ein bisschen Bierlaune das Ganze verbunden. 3 bis 4 Mal im Jahr kommen die Freunde zusammen, um gemeinsam am Rost zu stehen. Auf Hightech verzichten sie aber. Weniger ist eigentlich mehr. Wir sind noch vom traditionellen Grillen, geben halt aus, dass Holzkohlegrill ist eigentlich immer noch das Beste. Es gibt da Variationen ja inzwischen mit Gasgrill und anderen Sachen auch. Elektrogrills, aber Holzkohle ist einfach das Beste, dass einfach das offene Feuer noch im Vordergrund steht. Ganz wichtig fürs Grillen, die Glut sollte bereits voll im Gange sein. Das kann bis zu einer halben Stunde und länger dauern, da ist Geduld gefragt. Und zu schwarz sollten Fleisch oder Gemüse nicht werden, sonst entstehen krebserregende Stoffe. Dominik Herrmanns Spezialität sind übrigens Grillschäuferle. Aber erlaubt ist, was schmeckt, so der Eichstätter, der es ganz puristisch mag und das Grillgut direkt auf den Rost legt. Es scheint zu schmecken. Hey. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.